Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und Tushi da für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden unter Berufe und dann Inschriftenkunde. Und hier haben wir das Achievement Entfaltende Bevölkerung. Und dafür müssen wir einiges machen. Lasst Origami-Kreaturen in ihrer unnatürlichen Lebensräume. Und zwar müssen wir da ein paar Sachen basteln. Wir haben insgesamt 5 Origami-Sachen, die wir basteln können. Und zwar sind es 2 Rezepte aus Mists of Pandaria und 3 Rezepte, die wir hier in Cataclysm haben. Die kosten immer so gut wie gar nichts. Ihr seht, hier brauchen wir tatsächlich nur leichtes Pergament. Und dafür brauchen wir leichtes Pergament und die Traumtinte. Ist alles relativ günstig. Und diese Origami-Figuren, das Schöne daran ist, nichts davon ist seriengebunden. Also die könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen und auch da sind sie sehr, sehr günstig. Ne? Also auch wenn ihr kein Inschriftenkundler seid, könnt ihr das Achievement angehen. Manche von den Rezepten sind, glaube ich, quasi Drops. Also die müsst ihr dann aktiv farmen. Heißt, wenn ihr sie nicht habt, kauft ihr für wenige Gold im Auktionshaus. Die sind auf allen Servern auch gleich teuer, weil das stackbare Items sind und die EU-weit sind. Da sind meistens die Sachen relativ günstig. Das erste, was wir uns jetzt angucken, ist hier in Tiefenheim. Und zwar, wie kommt ihr nach Tiefenheim? Naja, wenn ihr quasi Allianzler seid, dann habt ihr hier in SW hier diesen Portalkreis und da gibt es ein Portal nach Tiefenheim. Und bei der Horde ist es quasi dasselbe. Die Horde hat ihren Portalkreis hier oben und da sind die ganzen Kataklysmenportale. Und dann kommt ihr quasi einmal hier in dem Hauptgebäude raus. Da könnt ihr euch dann auch wieder zurückporten. Hier seht ihr das, da haben wir ein Portal. Und hier müssen wir jetzt quasi für das Achievement 4-mal Origami-Stein aktivieren. Den können wir quasi einfach hinlegen. Und seht, jetzt habe ich den 4. Grad aktiviert. Hat blöderweise immer 30 Sekunden Abklingzeit. Also, ja, da müsst ihr dann immer ein paar Sekunden quasi warten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, dann können wir wieder zurück und weitergehen. Jetzt zeige ich euch vielleicht nochmal, wo das Porting ist. Für die Leute, die in den alten Expansions nicht gespielt haben, ist das vielleicht ganz praktisch. Ihr seht, hier haben wir die verschiedenen Portale, da war jetzt zum Beispiel Tiefenheim und wo wir unter anderem auch noch hin müssen, ist einmal nach Uldum und ich würde sagen, da gehen wir jetzt als nächstes hin, da haben wir nämlich auch das Portal direkt hier an dem Portalkreis mit dran. So, dann sind wir einmal in Uldum dran und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir hier freilassen müssen und zwar diesmal den Käfer, das ist dieser hier und den müssen wir anscheinend kanalisieren und da brauchen wir auch nur einen, ne? Und dann hat sich das auch tatsächlich schon erledigt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter in die anderen Gebiete. Als nächstes sind wir jetzt im Teufelswald, ne? Also den haben wir in Kalendor hier oben, Teufelswald. Und dort tun wir jetzt einmal den Origami-Schlamm quasi rauslassen. Und dann haben wir auch den Teufelswald einmal abgehakt. Dann machen wir als nächstes Nasmir, hätte ich gesagt. Und zwar müssen wir da 4 Origami-Frösche freilassen. Und aktuell gibt es noch die Portale in Waldracken in der 2. Season von Dragonflight. Und da können wir dann einfach hier ein Portal benutzen. Uldum gäbe es auch in Tiragadesund. Als Allianzler kommt man da halt relativ leicht hin. Nach Tiragade, aber nach Nasmir nicht. Und deswegen wählen wir jetzt hier einmal Nasmir aus. Was müssen wir freilassen? Wir müssen einmal den Frosch freilassen. Käfer, Kranich, wo haben wir einen? Hier haben wir den Frosch, den hauen wir da jetzt hin. Und das hat, ah doch, hier, hat einmal gezählt. Das müssen wir jetzt quasi noch 3-mal wiederholen. Hat halt immer eine Minute Abklingzeit. Nasmir ist übrigens hier unten auf Zandala, ne? Als Hordler müsst ihr euch einfach nach Zul'Dazar bzw. Dazar-Lor porten. Als Allianzler habt ihr, wenn ihr das Portal nicht mehr habt, die Option, dass ihr quasi hier in Boralos auf dem Schiff hier mit dem Steuermann oder ist glaube ich eine Frau sprecht und dann habt ihr eine Option, dass ihr euch quasi rüberporten könnt, wenn ihr hier diese Startquest gespielt habt. Ne, die müsst ihr absolvieren und dann kommt ihr rüber. Genau. So, als nächstes schauen wir den in Kasarang-Wildnis an. Da habe ich jetzt schon 3 Origami-Kraniche aufgestellt. Und zwar machen wir da den letzten noch. Dann ist das auch schon mal abgehakt. Und wo sind wir? Wir befinden uns einmal in Mists of Pandaria. Kasarang-Wildnis ist quasi hier unten, nur das unterste Gebiet. Und übrigens, kleine Randinformation, wenn ihr euch wie mir die Ports ausgehen, wenn ihr Inji seid, habt ihr auch noch verschiedene Inji-Portale, wenn ihr diese Toys gelernt habt. Zum Beispiel hier Wurmloch-Generator Mists of Pandaria. Und den können wir jetzt auch mal kurz ausprobieren. Der bringt mich, glaube ich, an irgendeinem Spot. Mal schauen, wo ich jetzt rauskomme. Das kann nicht sein.
Ah, okay, ich komme hier in der Mitte raus. Als nächstes will ich nämlich weiterfliegen zur Insel des Donners. Also es hat mich jetzt schon ein paar Meter näher hingebracht, ne? Da müssen wir nämlich jetzt hier so einen Port benutzen, können uns dann da hochporten. So, Udala, um auf die Insel des Donners zu kommen, müssen wir ein Portal benutzen. Und zwar ist es hier in der Shadowpan-Garnison. Und ja, da hat die Allianz hier, wo ich bin gerade, ihr Portal. Und hier oben sind die Hordler. Und wenn ihr kein Portal habt, dann direkt quasi da, wo es sein müsste, könnt ihr dann mit dem NPC springen. Bei den Allianz ist es hier Veresa. Und dann könnt ihr eine Quest annehmen. Dann werdet ihr quasi auf die Insel des Donners rübergeflogen. Und wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, dann habt ihr das Portal. Ne? Also fürs erste Mal müsst ihr halt rüberfliegen. Und dann gibt es das Portal. So, jetzt sind wir hier auf dem Schiff. Mal gucken, ob das hier auch schon geht. Insel des Donners müssen wir Origami-Frösche freilassen. Wo haben wir sie? Hier haben wir die Frösche. Schmeißen wir ihn hin. Okay, auf dem Schiff zählt es auch schon. Und davon brauchen wir wieder insgesamt 4 Stück. Hat aber jetzt wieder eine Minute Abklingzeit. Als nächstes bin ich in Maldraxxus. Und da müssen wir dann den Origami-Schlamm auspacken. Also den hier. Brauchen wir tatsächlich nur einen. Und ja, wo ist Maldraxxus? Wir sind einmal in den Schattenlanden. Und dann haben wir hier die Zone Maldraxxus. Und ja, ich habe auch wieder den Ingi-Port benutzt. Da kann man sogar auswählen, wo man hin will. Ist eine relativ zügige Angelegenheit dann. So, Dala, als nächstes brauchen wir hier den Tiragadesund noch. Da bin ich jetzt direkt in Boralos. Ne? Da könnt ihr euch von SW aus hinporten. Und da müssen wir jetzt ein paar Origami-Kraniche freilassen. Insgesamt 4 Stück, das habe ich jetzt gerade gemacht. Und als nächstes gehe ich jetzt weiter in die östlichen Pestländer. Als Allianzler wird der schnellste Weg hier über EF sein. Da dachte ich mir, kombinieren wir das gleich miteinander. Können wir einmal den Zwischenstopp quasi im Boralos machen, da die Kraniche für den Tiragadesund freilassen. Und jetzt fliegen wir weiter in die östlichen Pestländer. So, mir ist gerade eingefallen, dass man ja auch in die östlichen Pestländer kommt über das Pet Battle Dungeon, über den Port hier im Legion Dalaran, im Pet Battle Laden. Gibt es ja die Ports, wenn ihr die Dungeons gemacht habt. Und da porten wir uns einfach nach Stratholm. Und dann sollten wir da ja ein gutes Stück schneller dran sein, als wenn ich da von IF hoch tucke. Seht ihr, jetzt bin ich vor dem Pet Battle Dungeon, also Stratholm. Und ja, hier oben sind wir jetzt einmal in den östlichen Pestländern. Und da müssen wir Folgendes freilassen. Origami-Käfer. Also jetzt schauen wir mal, wo haben wir den Käfer? Und jetzt muss ich nur noch in die Zaralek-Höhle. So, Dala, dann sind wir am Ende der langen Reise angekommen. Und zwar befinde ich mich jetzt in Loam in den Zaralek-Höhlen. Und hier müssen wir quasi den Origami-Stein noch einmal quasi raushauen, beziehungsweise viermal. Dreimal habe ich schon gemacht. Also wir befinden uns jetzt hier, ne? Dracheninsel. Und dann müssen wir runter in die Zaralek-Höhle. Da haben wir hier quasi den Eingang. Und dann sind wir hier einmal in der Zaralek-Höhle. Und da schmeißen wir jetzt nochmal den Stein raus. Und tada, dann sind wir mit dem Achievement fertig. Gut, mehr war es dann tatsächlich nicht. Und ja, dann verabschiede ich mich. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.